Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hero Defense Haunted Island. So Leute, schön, dass ihr mit dabei seid und wir gehen jetzt nochmal von Anfang an durch und schauen jetzt mal, was wir für machbare Challenges haben. Das Problem ist gerade, dass es mit Jane Doe und mit Barrows ein bisschen Balancing-Probleme gibt. Dementsprechend werde ich gucken, dass ich erstmal nur andere Challenges mache. Und wir haben hier in der Kapelle ja noch welche. Da würde ich auch sagen, da machen wir die Kapelle heute. Wir haben hier noch welche, die können wir machen. Und wir spielen die Karte erstmal ohne Sam Hein. Oh, sorry. Gibt ein bisschen viel Rennerei. Wie ich das so sehe, setzen wir da erstmal unseren Jack hin. Und unseren Barrows, würde ich sagen, setzen wir. Ja, damit da dazu. Ah, läuft, würde ich mal sagen. Jetzt kommt er natürlich nicht bis nach da unten. Muss mal ein bisschen laufen. Ja. Na, so. Hätten wir unseren Wild auch. Da. Oh, sorry, Leute, ey. Aber ich krieg das einfach nicht los. So, machen wir die Aura mal ein bisschen größer von unseren Barrows. So. Ah, ich denke mal, das sollte ja mal kein Ding sein jetzt noch, die auch noch. So, dann kann man mit unserem Wild dann gleich eigentlich auch schon runterlatschen. Wie ich den denn da? So. So, dann rennt man unseren Wild da runter und unseren Jackie natürlich auch. Unsere Barrows kann man Gott sei Dank ja mittlerweile stehen lassen. Und unsere Jane dann noch hinstellen. Auch wenn wir so irgendwie gar nicht brauchen. Ja, ich finde es ein bisschen schade gerade, dass diese Challenge mit Barrows oder mit Jane halt echt, naja, nicht so dolle sind im Moment. Aber das ist leider so. Ich kann es momentan leider nicht ändern. So. Oh. Ah, das ist ja relativ praktisch. Da müssen wir mit dem schon gar nicht mehr laufen. Können wir unseren Jack da oben stehen lassen. Da müssen wir tatsächlich nur noch mit White laufen, weil, ich weiß nicht, also die Jane Doe, die ist halt echt völligst useless im Moment. Also so habe ich das Gefühl halt einfach. So. Komm, nehmen wir unseren Jack. Und
Das reicht ja auch völlig. Ich glaube, da können wir hier beide laufen lassen. Weil ja. Schon mal schön soweit. Aber wunderbar, da können die alle schön da oben stehen bleiben. Na komm, kriegt unser Jack hier natürlich jetzt noch was. Ja, und dann haben wir die erste Challenge hier eigentlich auch schon. Und dann probieren wir das Ganze auch nochmal ohne Jack zu spielen. Was ich denke auch kein Problem sein sollte. So, das sind Erfahrungspunkte hier wieder. Oh, aber noch weit haben wir schon wieder 4 Punkte. Gehen wir auf die Karte und machen die Karte gerade nochmal die Kapelle. Und suchen uns hier die letzten Challenges raus, die halt spielbar sind zurzeit. Und spielen wir es halt ohne Jack. Okay. Sollte auch kein Ding sein. Stand da nicht ohne Jack? Oder stand da gerade nur mit Jack? Naja, nun gut. Das kann ich denn da am Anfang nicht genau gebrauchen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich denke, das sollte kein Thema sein. So, dann kann man nach da oben rennen. Na, kommt ran, ihr Lurche. So. Ich denke, wenn ich ihn jetzt eins oder zweimal aufgeladen habe, sollte der dann schon bis nach da unten kommen. Was ich jetzt sehr faszinierend finde, ist, man merkt schon extrem, wenn Barrows nicht dabei ist, durch seinen Angriffsschadensbuff, den er ja macht. Mir jetzt so massiv noch nie aufgefallen. Na, wunderbar. Ja, ist auch alles kein Ding hier. Ich muss wirklich demnächst mal einfach mal wirklich farmen gehen und dann einfach mal Runen kaufen. Ja. Ich denke, wenn wir es das nächste Mal aufgeladen haben, können wir da oben drauf stehen lassen. Das sollte dann eigentlich reichen. Hoffe ich mal. Aber das werden wir dann gleich merken. So. Kommt da tatsächlich noch einer? Ja. Aber ich denke, der kann da jetzt drauf stehen bleiben. Ja. Brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht allzu viel bewegen. Scheint so, ja. Traumhaft. So, wollen wir mal gucken, ob das jetzt natürlich auch mit den, oh Gott, sag mal, wie heißen sie? Mit den dicken Knubbelfiechern. Wie heißen sie? Ich komm grad nicht drauf, echt. Wie heißen die denn jetzt? Ich komm ich nicht drauf. Wahnsinn. Es
Es ist unglaublich. Ich krieg diesen Husten einfach nicht weg. Das macht mich wahnsinnig. Echt. Macht mich echt wahnsinnig hier. Oh. Bin mal gespannt, wie das dann bei der letzten Welle ist. Also mein So, es ist ja super spielbar. Man sollte es halt nur wirklich vermeiden, eine zweite Welle zu spawnen. Das ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Oder man spawnt sie erst natürlich so kurz bevor die andere fällt. Ja, okay. Ich glaube, da können wir aber direkt die zweite mit dazu spawnen lassen. Denke ich mal, es sollte kein Ding sein. Ja, also ich hoffe natürlich, dass das jetzt irgendwie von der Stimme her nicht abgehackt rüberkommt oder so, Leute. Weil ich habe mein Aufnahmeprogramm geändert. Und ich hoffe, dass sich das alles ganz gut anhört. Das ist meine erste Aufnahme jetzt damit. Da bin ich relativ gespannt. Aber wenn ich hier mal so drüber gucke, da dabei, so beim Aufnehmen, denke ich mal, ist das nur kein Ding. Also sollte das zumindest nicht sein. Ja, und so viele Challenges haben wir mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Es neigt sich langsam dem Ende zu. Und schade, dass der Multiplayer jetzt noch nicht so wirklich in Sicht ist. Ist ein bisschen schade. Oh. Das wollte ich gerade nicht. So. Das reicht ja schon dicke hier. Und schon haben wir auch diese Challenge. Also wirklich mit einem Schreien. Wahnsinn. Oh, da darf man unser Jet sogar nochmal aufladen hier. Das ist ja cool. Nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffe. So. Dann hätten wir auch in der Kapelle die Challenges geholt. Gehen wir nochmal in die Stadt und gucken jetzt einfach mal, ob wir jetzt irgendwo noch wichtige Punkte setzen könnten. Ja, das ist die große Preisfrage. Die große Preisfrage ist bei Wild zum Beispiel, ja, gehen wir eher auf die Todesscherben oder gehen wir auf die Klingenreichweite. Ich glaube erstmal auf die Todesscherben, weil das hat auch einfach die Chance erhöht. Dann hat man bei unserem Jack noch ein paar Punkte. Die helfen uns, ja. Gehen wir erstmal in die Reichweite bei ihm, denke ich. Und bei unserem Barrows habe ich die Aura-Reichweite rausgenommen. Aber ich glaube, die Schadenspunkte setze ich jetzt erstmal da rein. Ja. Ja, mal unsere Jane. Naja. Weiß nicht. Kann mich im Moment gar nicht mit ihr anfreunden. Das ist schrecklich. Ja, Leute. Aber dann sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Ja, die Kapelle haben wir abgeschlossen. Ich habe eben gerade mal vor der Aufnahme kurz drüber geschaut. Es sind nicht mehr viele Challenges. Mal gucken, wie wir dann weitermachen. Oder in welcher Form wir dann weitermachen. Oder ob ich dann das ja, Let's Play erstmal pausiere, bis der Multiplayer kommt. Oder es, sag ich mal, komplett abschließe. Weil ihr werdet wahrscheinlich für den Multiplayer sowieso einen gesonderten
Ah, sorry. Muss ich gerade nochmal muten. Ihr bekommt für Multiplayer wahrscheinlich sowieso einen gesonderten, ja, ja, Account ist jetzt der falsche Ausdruck. Nochmal einen neuen Spielstand. Und dann müsst ihr eh von vorne anfangen. Dementsprechend ist jetzt meine Überlegung, dass ich das jetzt erstmal komplett so fertig spiele. Und wahrscheinlich dann, sobald der Multiplayer kommt, das hier weitergeht. Ja, weil ich glaube nicht, dass ihr euch das angucken wollt, wenn ihr einer farmt oder so. Ich glaube, interessant wird es dann wirklich erst wieder bei den Multiplayer-Spielen. Dementsprechend machen wir die Challenges fertig. Und dann schauen wir mal, wie weit Happy Tuesday bis dahin ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst mir einen Daumen oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Wie findet ihr so das Balancing zum Beispiel von Jayne und Barrows? Also gerade auf den Karten, wo man sie alleine spielen soll. Und wenn euch das so gefällt, was ich so betreibe, dann abonniert mich doch. Ich freue mich drüber. Bis zur nächsten Folge. Ciao!